Also, Monsieur le Marquis, was ist mit der Audienz? Seine Majestät sagte, wir werden sehen. Der Mann, der verhaftet wurde, ist zweifellos der englische Spion. Ich konnte eine Botschaft entschlüsseln, in der... Noch eine Fälschung. Das müsst ihr Blondel zeigen. Ich komme gerade vom König. Seiner Majestät gefiel es, über die Terrasse zu seiner Jagd aufzubrechen. Favrol, geht und sagt dem Grafen von Zinzendorf, dass ich ihm eine Audienz gewähre. Auf der Stelle, Sire. Sagt es auch Monsieur de Torcy. Ist der Kurier immer noch nicht da? Nein, Sire. Seine Majestät wird euch um 6 Uhr empfangen, im Anschluss an die Jagd. Monsieur, ich stehe zu meinem Wort. Hier ist der Brief, den ich für unseren Gesandten in Madrid vorbereitet habe. Doch dürfte ihn niemand anderem in die Hand geben. Ich schulde euch tausendfachen Dank, edler Graf. Nun muss ich nur noch um Urlaub zur Abreise bitten. Dann ist Elvira gerettet. Elvira ist in Sicherheit, doch unsere Nation hat ihre Größe eingebüßt. Wenn das Teilungsabkommen unterzeichnet ist, werden die Imperialisten in Madrid regieren. Herzog d'Anjou wird nie König von Spanien. Die Liebe hat triumphiert, doch ihr müsst die Hoffnung aufgeben, in unserem Königreich zu leben. Noch ist nichts verloren. Wir müssen den Botschafter überreden, freiwillig auf die Audienz zu verzichten. Und dazu habe ich vielleicht die Mittel. Herr Botschafter, darf ich euch diesen Brief zeigen, der bei einem englischen Spion gefunden wurde? Einem Engländer? Seid ihr sicher? Das ist unmöglich. Falls dies nicht echt ist, ändert sich alles. Wie erfahren wir nur die Wahrheit? Jemand in dieser Versammlung kann uns erleuchten. Ich werde nachsehen, ob er angekommen ist. Bitte wartet hier auf mich. Na, ich werde warten. Der Kurier ist bei mir. Ich durfte kaum zu Atem kommen. Was ist passiert? Folgt mir. Sagt uns, wie die Botschaft lautet.
Der König von Spanien lebt und hat seinen Nachfolger noch nicht ernannt. Na, es sind unzählige falsche Boten unterwegs. Warum sollte ich diesem glauben? Seine Majestät hat befohlen, diesen Mann sogleich zu ihm persönlich zu bringen. Kommt mit mir und seht selbst. Es wird nicht nötig sein. Ich muss die Fakten akzeptieren. Ihr werdet seiner Majestät sagen, dass ich auf die Audienz verzichte. Was ich ihm sagen wollte, ist nicht mehr von Belang. Madame, ich nutze diese unerwartete Gelegenheit, um euch persönlich zu überraschen. Der Botschafter aus Wien, der mich dringend sprechen wollte, hat es nun nicht mehr so eilig. Ich möchte euch bitten, dem Herzog d'Arcueil zu sagen, dass ich seine Verlobung mit Mademoiselle Prosperine für nächste Woche einplane. Was euch angeht, Favrol, ich gewähre euch den Urlaub, den ihr begehrt. Aber kommt bald aus Spanien zu uns zurück. Monsieur, hier steht euer König. Sire, es ist mir unmöglich, eurer Majestät die überwältigende Freude und die unsägliche Ehre auszudrücken, die es mir bereitet, euch heute vor allen anderen Nationen den ersten Tribut anbieten zu dürfen. Botschafter, das Volk der großen Nation Spaniens hat den Wunsch ausgedrückt, meinen Enkel Philippe Herzog d'Anjou zu seinem König zu erheben, und ich stimme dem von ganzem Herzen zu. Monsieur, seht den König von Spanien. Sowohl seine Geburt als auch das Testament des verblichenen Königs erkoren ihn zu dieser Krone. Es ist ein Befehl des Himmels, dem ich mit Vergnügen gehorche. Ah, Favrol! Sire? Monsieur de Favrol, da ich wünsche, jedermann an diesem Tag glücklich zu sehen, möchte ich euch bitten, meinem Enkel nach Spanien zu folgen, wo, wie ich glaube, jemand auf euch wartet.